jetzt bin ich der Nächste, der Hubschrauber kommt. Funkverkehr, Zeichengebung, Hubschrauber identifizieren. Ihr schaut nach oben, damit geht die Lichterquelle direkt an ihn. Der schaut euch ja senkrecht entgegen. Also es sind ein paar Punkte ein bisschen anders wie am Tag. Und zwar, wenn ihr euch vorbereitet so einen Untensatz, dass sich jeder gegenseitig nochmal vermehrt anschaut, Patient ist da, dann schaut man auf das eigene eigentlich gar nicht mehr so. Das muss dann alles im Vorfeld schon passen. Jetzt ist meine Frage, dass für euch vielleicht jeder eine Taschenlampe dabei hat. Unten, das ist auch wichtig in der Nacht, vergisst man oft. Ich meine, wir werden oben den Windenscheinwerfer einschalten normalerweise, das erleichtert für uns ungemein, habt ihr ja bestimmt in der Nacht schon gewünscht, haben alle schon mal gesehen, das ist dann schon fast wie am Tag, sage ich jetzt einmal, das hilft uns ganz viel weiter. Also zu bedenken ist in der Nacht auch noch, dass der Hubschrauber, wenn im Anflug angeflogen kommt, dass beide Besatzungsmitglieder die BIF-Brille runtergeklappt haben. Die BIF-Brille hat den Nachteil, dass wenn sie direkt angeleuchtet wird durch einen Lichtstrahl, dass sie zumacht. Das heißt, in diesem Augenblick, wo man den anstrahlt, den Hubschrauber, wäre der Pilot und auch der Flugtechniker, würden einen Blindflug machen. Natürlich wird es ein Faktor im Einsatzfall bleiben, Adrenalin. Denkt da der, der am Windenhaken droh ist, in seiner Situation, dass er die ausknüpft. Heißt, wir müssen damit rechnen, der macht sie ja nicht aus. Sobald er abgehoben hat, das ausmacht. Nur ich denke, ihr setzt an den Windenhaken trotzdem fast nicht, wenn wir mit unserem Weißlichtscheinwerfer runtergehen. Ja, genau. Da wird sie ja ausgeblendet. Was mir aufgefallen ist, also gerade speziell in der Nacht, sollte man eigentlich am Windenhaken nie nachlaufen. Ja. Also das muss der Pilot ausgleichen, das ist meine Meinung, gerade in der Nacht, weil du auf der, gut, wir wissen jetzt das Gelände, aber oft wissen wir es halt nicht und da ist mir eigentlich lieber, ich habe einen sicheren Punkt, das ist mir aufgefallen, dass das ein paar Mal einfach passiert, vielleicht geht das jetzt ganz gut da herunter, aber im Echtfall, da möchte ich nicht mehr laufen in der Nacht gehen. Also was wahnsinnig hilfreich ist, wir haben da schon gesagt, ist, wenn im Umfeld praktisch jetzt keiner mit der Stirnlampe den Retter, der jetzt gerade in Aktion ist, anleitet. Weil das ist nämlich auch störend, weil das Auge, wir haben da gestanden jetzt mit einem Mondlicht, gewohnt sich das Auge an die Dunkelheit. Und wenn jetzt da einer da steht, der wurde dann voll abblendet, dann hast du wieder voll den Bruch drinnen. An einer Einsatzstelle, wo es öfter angeflogen wird und so weiter, wäre hilfreich, sofern so ein starkes Licht in der Nähe ist, auf Anweisung vom Piloten, dass man sagt, 100 Meter weiter weg, in 12 Uhr, in 1 Uhr, ist ein markanter Hang. Hau da das Licht drauf. Warum? Weil es eine Konturenschärfe Verbesserung ist für uns. Ja. Wir haben schon sowas gehabt, Predigtstuhl, stockfinster und ein Bergemanöver. Dann haben die am Boden mit einem großen Scheinwerfer da hingleich. Mit dem Auge war da eigentlich keine Konturenschärfe Verbesserung. Der mit der BIF-Brille sagt, die Wand ist jetzt sauber scharf, ich kann gut schweben. Mhm.